Wenn ich Videos über Transportbehältnisse mache, Koffer, Taschen, Rucksäcke, Rangebags, kommt immer wieder eine Frage raus. Was mache ich mit der Munition? Was mache ich mit Magazinen? Insbesondere zu einem der Videos zu den taktischen Rucksäcken von GPS, ich glaube es war der 1912er, 1916, irgendwas war das, der mit den einsteckbaren Futteralen, kam die Frage, das ist ja total bekloppt mit diesen Futteralen, wo soll ich denn mit den Magazinen hin? Insbesondere dann mit den vollgeladenen Magazinen. Das deutsche Waffengesetz regelt den Transport der Waffe, nicht den Transport der Munition. Du kannst deine Munition in einen Gefrierbeutel nehmen und offen mit dir rumtragen, wenn du das möchtest. Würde ein bisschen Aufsehen erregen, aber rechtlich ist das rein theoretisch kein Problem. Nein, das ist keine Rechtsberatung. Damit ist es auch kein Problem, ein handelsübliches, ganz normales Futteral zu nehmen, die Waffe hier reinzulegen und ein vollgeladenes Magazin außerhalb von der Waffe damit reinzulegen. Das Gesetz hat keinen Paragraphen, was dagegen spricht. Jetzt müssen wir aber immer wieder ein ganz klein wenig unterscheiden. Menschenverstand, Gesetz. Lebt man in einem Bereich, wo die Welt noch halbwegs in Ordnung ist, die Polizei vielleicht nicht ganz so scharf da drauf guckt, dann kann das gut gehen. Es kann aber auch, sollte man an den Falschen geraten, in die Hose gehen. Ich selber transportiere sehr häufig, wenn ich zu Wettkämpfen fahre, vollgeladene Magazine. Allerdings tue ich das in meinem Rucksack, die Waffen befinden sich in dem Einfach, die vollgeladenen Magazine in den zwei aufgesetzten Taschen von meinem Rucksack. Aber, wie gesagt, rechtlich ist das alles kein Problem. Ob ich jetzt, wie es viele, viele DSB-Schützen zum Beispiel tun, einen Waffenkoffer nehme, ich habe meine Waffe drin, ich habe eine 50er Schachtel Munition daneben liegen. Oder ob ich eine Waffe damit da liegen habe und ein vollgeladenes Magazin. Das spielt absolut keine Rolle. Es tut keinen Abriss, weil der Transport der Munition ist in der Form nicht geregelt. Deshalb, egal welche Tasche ihr nehmt, wenn es nur eine 0815 Sporttasche ist, hey, nehmt ein Futteral, Kanone rein, Magazine rein, vollgeladen, zumachen, reinwerfen, fertig. Es ist kein Problem. Und wenn irgendjemand im Verein der Meinung ist, das ist gesetzeswidrig, was auch immer, dann sagt ihm doch einfach, hey Junge, zeig mir bitte den Paragraphen, der das verbietet. Und damit erschlagt ihr letzten Endes jede weitere Diskussion damit, weil er wird es euch nicht zeigen können, weil es nicht geregelt ist.